In der Zwischenzeit muss ich den Swordian Team um ein paar Gefallen bitten. Wie können wir euch helfen? Das erste Gefallen ist, was wir gerade besprochen haben: die Drakonis zu reparieren. Das andere ist von extremster Wichtigkeit. Viel wichtiger noch als die Drakonis. Ihr müsst die Swordians erweitern. Sie erweitern? Ist das überhaupt möglich? Es gibt ein altes Militäruntersuchungslabor im letzten Krieg. Meint er etwa das Swordian R&D-Labor? Nach dem Krieg wurde der Ort unter der Erde in eine Höhle begraben. Existiert dieses Untersuchungsgebäude noch? Ich habe bereits seine Existenz bestätigt. Durch Belkrans Angriff wurde das Gebäude hervorgerufen. Kann es sein? Wenn wir die Ausrüstung, die innerhalb des Gebäudes ist, finden können, wäre es wahrscheinlich möglich, die Swordians zu erweitern. Im wahrsten Sinne erweitert. Das ist... Im wahrsten Sinne? Damit ist unsere operationale Besprechung beendet. In all diesen Aufruhr konnte er immer noch so einen Plan zusammenwürfeln. Ritora, ich bin beeindruckt. Er ist wahrlich ein großer Kommandeur. Warum bist du jetzt so erfreut? Vorher warst du noch schlecht gelaunt und alles. Es ist beschlossen. Nachdem wir jetzt diesen Plan gehört haben, werden wir es in Angriff nehmen. Stimmt ihr dem nicht zu? Doch. Natürlich. Wir haben bisher alle Gefahren bewältigen können. Also werden wir das wahrscheinlich auch hinkriegen. Ich werde mit euch gehen. Ich werde euch begleiten, wo auch immer ihr hingeht. Es geht ohne ein Wort zu sagen, oder? Okay, der nächste Halt ist das Untersuchungslabor. Wir werden unsere Swordians erweitern. Ich muss dich dennoch warnen. Es ist nicht so einfach. Redest du ernsthaft immer noch so? Gerade wo ich dachte, dass es einen Hoffnungsschimmer gibt, musst du das Ganze wieder schlecht reden. Stan, bevor du sagtest, wenn du nicht auf mich zählen kannst, dann solltest du mich besser trainieren. Warst du dir dessen sicher, als du das gesagt hast? Natürlich war ich das. Bist du dir sicher? Du bist so gemein. Kann ich annehmen, dass die anderen drei Meister auf derselben Seite stehen?
Dann ist es beschlossen. Der Pfad steht fest. Wir begeben uns zum Swordian R&D Labor. Also ist die Zeit endlich gekommen. Es wäre besser, wenn es überhaupt nicht so weit gekommen wäre. Dimlos, warum zögerst du so? Erweiterung im wahrsten Sinne ist nicht einfach nur wegen uns Swordians. In der Tat. Ein Schwert ist nur so kraftvoll, wie der Träger es auch ist. In anderen Worten müssen unsere Meister auch erweitert werden mit uns. In anderen Worten, wir müssen trainieren. Na dann komm schon, wir können alles schaffen. So einfach ist das nicht. Es ist, es steht zwischen Leben und Tod. In der Tat. Innerhalb des Labors werdet ihr an eure Grenzen geraten. Jenseits der, die ihr bisher überrungen habt. Das wird die letzte Prüfung sein, um ein wahrer Swordian-Meister zu werden. Die letzte Prüfung? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss mir sicher sein, Stan Erlon. Um die Barrieren, die sich uns in den Weg stellen, zu überwinden zu können, wünschst du es wirklich, ein wahrer Meister zu werden? Natürlich. Egal, was für ein Hindernis, ich werde es überwinden. Gut. In dem Fall werde ich bis zum Ende bei dir bleiben. Diese Ruhe und Entschlossenheit ist der Grund, warum ich dich als mein Partner erwählt habe. Dimlos. Und ihr drei, habt ihr irgendwelche Einwände? Eure Majestät, ein Kurier ist gerade aus dem Königreich mit Nachrichten angekommen. Ist etwas geschehen? Bitte kommt direkt zur Audienzkammer. Okay, dann ab zur Audienzkammer. Was geht denn im Schloss vor? Wir sollten noch zur Audienzkammer gehen. Ja, machen wir doch direkt. Ist ja zum Glück um die Ecke. Schauen wir doch mal nach. So, schon sind wir da. Dallas! Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Du siehst auch gut aus, Mary. Dallas, ich habe dich nicht erwartet. Was geht in unser Land vor sich? Wir konnten den Monsteransturm, der über unser Land hereinbrach, aufhalten. Ich verstehe. Ich bin erfreut, das zu hören. Ich bin hierher gekommen, weil ich eine Lieferung für Herr Darsen aushändigen soll.
Erinnert ihr euch an den Drachen, der das Schloss während des der letzten Grey Boom Revolte angriff? Mit ein paar Modifikationen konnten wir es fliegbar machen. Wir haben es die Avitus Draconis getauft. Hervorragend. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Auch wenn es ähnlich wie die Draconis sein soll, kann es trotzdem keine hohen Höhen fliegen. Bitte benutzt, wie es euch beliebt. Ich vertraue eurer Majestät. Ich vertraue darauf, dass eure Majestät das Weise benutzen wird. Das ist die Nachricht von Herr Darsen. Es ist momentan außerhalb der Stadt geparkt. Du wirst es selbst sehen. Ich habe verstanden. Ich werde es gut gebrauchen. Die Avitus Draconis sollte das Reisen viel gemütlicher gestalten. Wir können es wahrscheinlich auch benutzen, um zum Sordian R&D Labor zu reisen. Es fühlt sich so an, als würde der Wind des Schicksals sich verändern. Das ist für gewöhnlich, wenn das Glück endlich zuschlägt. Dankeschön, Dalis. Bitte passt auf Mary auf. Überlasst von Daria mir. Ich habe nicht vergessen, was du gesagt hast, Woodrow. Also komm sicher zurück. Sicher zu deinem Heimatland, Fandaria. Das verspreche ich. Sordian-Team. So, das heißt, wir haben jetzt einen Plan? Zuerst werden wir zum Sordian R&D Labor reisen, um unsere Stärke zu testen. Danach werden wir nach Junkland gehen, um Berzelium zu holen. In der Zwischenzeit werde ich an eine Linsenkanone arbeiten im Hof des Schlosses. Mit der Hilfe von Eurer Majestät Dryden werden die Linsen schnellstmöglich zusammengesammelt. Wir haben bereits alle Städte und Dörfer des Landes angerufen, ihre Linsen zu opfern. Ich verstehe. Mein Land wird alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, um euch zu unterstützen. Ich fühle mich schlecht, dass ich selbst nichts tun kann. Aber ich werde keine Mühe scheuen zu helfen. Ich zähle auf euch. Okay, dann sollten wir uns zum Sordian R&D Labor begeben. Jo, fliegen wir die Draconis, den Drachen. Wir müssen die Avitus Draconis besteigen, um zum Sordian R&D zu kommen. Wenn wir die Prüfung geschafft haben, werden wir wahre Meister sein. Ist das nicht seltsam, dass wir jetzt diesen Drachen fliegen, der uns angegriffen hat? Ich bin mir sicher schon. Egal. Wie ist es denn, mit einem Schwert zu reden? Kent
Es ist nicht anders, mit einer Person zu reden. Es hört sich trotzdem erst seltsam an, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Ergibt Sinn. Aber ihr solltet das nicht in der Öffentlichkeit tun. Die Leute könnten glauben, ihr seid verrückt. Das ist ein bisschen spät dafür, glaube ich. Den Drachen nehmen, um zum Sordian R&D-Labor zu gehen. Lass uns nach draußen begeben und die Arvitus Draconis mit eigenen Augen bestaunen. Ja, machen wir doch direkt. So, raus hier. Und jetzt, wo wir auch die Möglichkeit haben, kann ich auch sogar noch ein paar Sachen erledigen, die ich definitiv noch vorhabe. Ein paar Sachen, die ich, ja, auf jeden Fall mit euch noch machen werde. Bevor wir uns zum Sordian Labor begeben. Aber erstmal wollen wir überhaupt uns diesen Drachen mal ansehen. Sagst du vielleicht noch was Neues? Oh, bitte vergib mir. Ha. Ja, wir plaudern bloß. Okay, du hast nichts Neues. Schade. Vorräte habe ich ja soweit erstmal aufgestockt. Ich sehe gerade, ich kann mal kurz eine Sache noch probieren. Es fehlen noch 3 Level-Ups, also durchschnittlich 3 Level-Ups. Und noch 10 weitere von diesen neuen Linsen. Die anderen könnte ich machen, aber ich will schon den... Ja. Den einmal machen. Die Kelle kann ich aber zum Glück schon machen. Ich überlege nur gerade. Okay, da bräuchte ich 31. Die kriege ich bestimmt noch zusammen. Na gut, dann warte ich noch ein bisschen mit der Kelle. Würde ich jetzt so sagen. Ja. Gut, dann schauen wir uns erstmal die Draconis an. Die Arvitus Draconis. Da ist sie schon. Sehr toll hinter den Bäumen versteckt. Na dann gehen wir gleich mal rein. Das Labor ist westlich von Darieshid. Sieht man sogar den Punkt. Der letzte Test, um ein wahrer Sordia-Meister zu werden. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Dann lass uns die Arvitus Draconis nehmen und zum Sordian R&D-Labor gehen. Wir sollten es finden in der Nähe, wo Backruns erster Schuss war, oder? Ja, wir sollten uns westlich begeben, nachdem wir Darieshid verlassen haben. Kongmans Übung. Ich bin der Champion! Kongman, was machst du da? Ich bin der Champion! Das wird nervig. Halt ihn auf, Filia. Was soll ich denn tun? Ich bin der Champion! Alles klar. Ich werde es noch einmal machen. Das war wohl seine Siegespose. Ernsthaft? Sieht nicht wie eine Siegespose aus. Das Labor ist in der Nähe von Darieshid. Das Sordian R&D-Labor ist westlich von Darieshid. Wir können ohne die Arvitus Draconis dort nicht hingelangen. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Abflug! Arvitus Draconis, Tutorial 1. Wie, es gibt mehrere? Okay, na, vorwärts Kreis, rückwärts Viereck. Links, rechts oder L1, R1, um zu lenken. Mit dem rechten Stick die Höhe ändern. Und mit X gehen wir auf die Arvitus Draconis. Okay, man kann... man kann landen. Man kann nicht an Orten landen, wo man normalerweise nicht lang gehen kann. So wie ein Berg oder ein See. Okay. Die maximale Geschwindigkeit kann in der Fahrzeuggeschwindigkeit im Customize-Menü eingestellt werden. Schnell 1, Standard und 8 ist langsam. Die Grundeinstellung ist bei 6 langsam. Was? Okay. Wollen wir das Ding mal auf Höchstgeschwindigkeit trimmen? Moment. Den Spaß können wir uns jetzt mal. Wo ist es denn? Da. Machen wir mal auf 2. Okay, dann Abflug! Way! Okay, das ist wirklich sehr schnell. So, zuallererst, bevor wir da hingehen, will ich nochmal kurz hier hin. Nochmal nach Hermens. Obwohl, nee, das ist Almeida, ne? Hermens ist da unten. Stopp! Da. So, einmal hier landen. Wenn ich es hinkriege, ich glaube, ich werde die Geschwindigkeit gleich wirklich
ein bisschen runterschrauben. So. Nämlich hier gibt es noch etwas zu tun jetzt. Was auch sehr witzig ist. Ist es wahr, dass Darius Shield angegriffen wurde? Okay, ja. Egal was geschieht, ich werde mal in den Laden weiterführen. Na, bist aber echt mutig. Muss ich echt schon sagen. Okay. Walt macht sich nur Sorgen, nicht in die Gefahr zu gelangen. Okay. Oh ja, Tatsache. Es ist wirklich so, dass ich es jetzt kann. So, hier steht nämlich jemand, den man aus den anderen Tales aufs Spiel kennt. Na, erkennt ihn wer? Ja, wir haben hier Kratos stehen, aus Tales of Symphonia. In der PS1-Fassung würden hier Cress und Archie als Gastauftritt stehen, aus Tales of Phantasia. Hier haben sie jetzt tatsächlich wohl Kratos eingebaut. Und das Witzige bei ihm werden wir hoffentlich jetzt auch, ja, kennenlernen. Mal schauen. Es tut mir leid, aber das könnte für euch zu schwer sein. Ich suche Leute, die großes Wissen haben. Ach, scheiße, das geht noch nicht. Ach, ernsthaft? Wie kriege ich denn jetzt großes Wissen? Ach, Mann. Ach, warum geht das hier nicht? Ach, scheiße. Was macht Leon Magnus nur? Ich würde ihn momentan in einer aktiven Rolle sehen wollen. Scheiße. Gut, dann geht das noch nicht. So ein Dreck aber auch. Da muss ich mir noch mehr Wissen anerlangen. Aber gut, wo ist die Draconis? Wo habe ich sie geparkt? Ach, da hinten. Muss ich einen ganzen Fußmarsch hinlegen. So, dann mache ich aber was anderes, was mit Sicherheit gehen wird. Ah, da muss ich gerade mal kurz gucken, wie ich fliegen muss. Da ist Neustadt. Okay, da muss ich nach Süden.